Hallo und herzlich willkommen zur 72. Folge hier bei Landwirtschaftssimulator 17 auf Borschersee auf Microhazard TV. Und ja, im Hintergrund ist der Bio noch nicht zu hören, aber der jetzt gleich. Ich bin da. Sehr gut. Der Heiko ist natürlich auch anwesend. Ja, hallo. Und natürlich der Ice Dragon wieder. Ja, ich bin auch da. Immer noch im Shop, wie ihr sehen könnt. Haha, die letzte Folge. So, wie weit bist du denn jetzt, Bio? Wo stehst du gerade? Also, ich habe den Düngestreuer gekauft und die Sämaschine habe ich jetzt gekauft. Genau, die hast du schon. So, Düngestreuer, den kleinen hast du. Das nächste war. Ladewagen. Ladewagen, genau. Nächste Kategorie ist Ladewagen. Gleich der erste. Der ist wieder Ladewagen da. Pöttinger Euroboss 330T. Genau. Nächste Kategorie ist. Kompaktlader. Ja, Kompaktlader. Musst du mal dazwischen quatschen, Junge? Ja. So der Kleine von der FCB, ja. Er wird gleich ein Problem kriegen, weil bestimmt gleich der Shop voll sein wird. So, dazu die passende Schaufel oder was? Dazu die passende JCB-Schaufel, ja. Ja. So, dann war dieser komische Ladewagen davon. Nee, der Tiere, genau. Der Silo King Trailline Duo 1814. Warte mal. Nee, 1814, ja. Ja. Nicht, dass ich was zufällig was Falsches kaufe oder nächste was. Kategorie Schiebeschild. Schiebeschild. Das ja. Mess 400, das kleine, das reicht aus. Braucht nicht das große. Das kleine reicht. Anbaukupplung 3 Punkt, ne? 3 Punkt, ja. So, bei Diversus war nix. Dann haben wir jetzt nur noch Iduana. Also ganz hinten FSM Tatra HKL Pack. Okay. Dort bitte einmal den Iduana für 55.000. Welche Farbe? In Gold bitte. Ja, welche Farbe ist das wieder? Warte, Gold, Hauptfarbe, das ist 1, 2, 3, vierte Reihe, also die waagerechten. Ja. Ne? Vierte Reihe, die dritte von links. Die dritte von links, okay. Rad-Setup ist Standard und die Felgenfarbe? Die kannst du Standard lassen. Kannst du lassen, wie sie ist. Da gibt es eh kein Gold. So. Haben wir? Haben wir auch. Und jetzt scrollst du ein Stück weiter. Der Getreidecontainer für 42.000. Selbe Farbe. Wieder Gold. Wieder Gold. Aber hier ist es nicht doch. Doch, vierte Reihe, dritter von links. So. Minus 2.000 haben wir jetzt. Kannst du den trotzdem noch kaufen? Ja, scheinbar. Wenn das dir gesagt hat, dass du es kaufen konntest. Was denn? Schauen wir mal. Also steht beides hier, der Container, so wie der. Ist da, ja. Du warst schon am Wegräumen, Heiko, oder was die ganze Zeit? Ja. Ah, dachte ich, weil sonst wäre jetzt da, sonst hätte er wahrscheinlich schon Probleme gekriegt. Achso, wir hatten schon einen Tageswechsel, deswegen war wahrscheinlich das Geld weg zwischendurch. Wahrscheinlich wieder irgendwelche Kosten abgezogen wurden in der Zwischenzeit. Wo ist denn der Shop jetzt? Steht guck da irgendwas am Shop? Auf unserem. Ah, ja, doch. Auf unsere Finanzen hat er noch gar nicht eingerechnet, die Fahrzeuge vom letzten Tag. Jetzt hat es gerechnet. 465.400 und nochmal 43.200 hat er diesen Tag nochmal gerechnet. Aber die Mietkosten waren jetzt nur noch 2.200, die natürlich dann ab jetzt wieder null sein sollten. Ja. Das ist eine ganz schöne Latte geworden hier, oder? Ja. So, wir haben jetzt allerdings Unmengen an Schulden. Und naja, ob sich das jetzt so viel gelohnt hat, Sonntag, wir zahlen jetzt jeden Tag 4.500 Kreditzinsen. Doch, so viel, ja. Wir hatten am Sonntag, am Vortag jetzt 4.500 Kreditzinsen, ja. Aber gut, wir zahlen dann nur noch die Kreditzinsen. Genau. Und die halt Betriebskosten, die ein paar mehr geworden sind jetzt, aber... Das variiert ja jetzt nicht mehr. Nee, kann man ein bisschen variiert rechnen. Das ja immer so. Genau. Allerdings haben wir jetzt 540.000 Schulden drauf, ja. Bargeld hast du jetzt ganz mehr, alles weg. Hast du ja Minus, hast, der Minus, ja, Minus, hast du gesagt schon wieder. So, ja, wegfahren können wir allerdings die Fahrzeuge aktuell nicht. Na? So, gut, dann melde ich mich wieder ab, ja? Nee, warte mal. Ach so. Abmelden so einfach ist und die musst du disconnecten. Deswegen müsstest du das Spiel verlassen und wieder neu einklinken. Der Punkt ist gerade, der Shop hat ja zu. Ja. Und da denke ich mir gerade, wir können die Fahrzeuge jetzt ja eh nicht rausfahren, wir können ja gar nichts mehr machen. Ja. Spul doch einfach mal die Zeit vor, bis es 7 Uhr ist, bitte. Machen wir es mal. Wir machen es jetzt einfach mal. Normalerweise haben wir ja gesagt, wir machen es nicht.
Ich würde mir auch wünschen, dass wir die Zeit auf 1 runterschrauben, Alter. Wieso? Manchmal, Alter, da geht das so schnell, du kommst nicht hinterher oder sowas. Wir können gerne die Zeit auf 5 setzen, was auch deutlich langsamer wäre schon. Aber dann kommen wir natürlich noch langsamer voran, Bio, ne? Ah, ja. Was jetzt das Spielen angeht. Ihr denkt aber daran, dass wir jetzt nach einem Jahr alle neu gekauften Fahrzeuge, also vor allem den Drescher, und du den JCB, Heiko, auch dann wieder warten müssen. Also es hat mir eigentlich ganz gut gepasst, dass der Kramer jetzt weg ist. Der hätte nicht gewartet werden müssen. Ach ja, warst du wieder hier, war ja klar. Ach so, was ich noch brauche, wäre eigentlich eine Schaufel, weil meine Schaufel ist ja jetzt weg. Aber die vom Kramer ist noch da. Ja gut, aber wo liegt denn die jetzt am Hafen, war? Nee, die liegt beim Mojo. Beim Mojo. Na gut. Da war ich nämlich gerade am Schneeschaufeln. Jetzt müsste ich nur meinen Aufsatz hier mitnehmen, meinen Frontladeaufsatz. Allerdings weiß ich gerade nicht mehr, wo ich den stehen habe. Ey, dieses Spiel ist so dunkel. Ich hab voll die Röhre gekriegt. Ich hab nichts gekriegt. 500.000, verstehst du? Und da fängt nicht mal ein Groschen für Bio ab. Hätte sie was wünschen müssen zu Weihnachten, halt. Es ist schon irgendwo traurig, wa? Ach, Mensch. Ich komm schon mit dem Sam runter. Na, ich fahre jetzt halt auch den Unimog gleich runter, weil ich wollte nur mal schnell die Fahrzeuge hier, die Anhänger kurz mal wegparken. Wo der einer davon ist ja Bio seiner, aber der brannt mal hier, der Kleine. Der andere ist von Peter offiziell eigentlich. Hab hier alle Anhänger in Beschlag genommen. Krass, wie viel Kredit können wir denn hier aufnehmen? Das ist die Season Mod, die ist halt deutlich erhöht, ne? Hat jemand eine Lösung für mein Problem, Balle? Ich könnte nochmal 500.000 nehmen. Das ist gut zu wissen. Heiko, ich kenne dein Problem nicht. Guck auf die Karte. Was nützt es hier, wenn ich jetzt auf die Karte gucke? Weil du weißt, was ich für ein Problem habe. Sag's doch einfach. Der Heiko, ja, der ist so stressig manchmal. Bitte was, Heiko? Ich bin gerade unter Wasser. Ich habe den Buckel knapp verpeilt und bin ins Wasser gefahren. Tja. Ich bin jetzt quasi im Ozean. Jetzt hast du den JCB geschrottet, meinst du? Nee, den Same. Den Same? Super, du hast den Same geschrottet. Abgesoffen. Ja, wir fahren in die Schneelandschaft, wie ihr sehen könnt. Wasserstation 1, Wasser voll? Okay. Alles klar. Ja, kann ich das selber ab, damit ich das direkt nachvollziehen kann? Das ist bei der Feuerwehr. Ja, wo haben wir den Kickstarter? Komm schon. Du sollst dich immer alles abtanken, habe ich dir gesagt. Ja, ich kann aber überladen mit dem, falls du schon vergessen hast. Was kannst du? Ich kann mit dem Kickstarter kann ich überladen. Ja, du kannst überladen. Okay, so, und was machst du, wenn der jetzt, du irgendwo nicht mehr alles abladen kannst und jetzt das Ding wieder trotzdem noch brauchst, den Tank? Ist eine andere Sache dann. Ja, siehst du? Aber ehrlich, weil du musst alles, was du abholst, wenn du den Tank jetzt wieder brauchst, woanders musst du alles, was du abgeholt hast, und wenn du alles abgeholt hast, halt alles, irgendwo verballern. Ja, ehrlich, das kriegen wir schon hin. Wir brauchen so viel Wasser momentan. Na, aber ich glaube, du scheinst immer so ein bisschen zu vergessen, dass meine Tiere halt auch Wasser brauchen. Ja, ich kann dir erst was nur was geben, aber ich nehme das jetzt raus, damit das Ding schon bei dir was nachfüllen kann. Ne, ich will aber nicht, dass du ständig meinen Container zum Beispiel nachfüllst, das will ich auch nicht. So. Naja, weil ich mit dem Container auch andere Sachen fahren kann. Das ist ein Multitank. Ich will den nicht nur für Wasser verwenden. Ja, das kannst du ja auch machen. Aber nee, kann ich nicht, wenn du ständig wieder Wasser reinkippst. Hä? Wir sagen jetzt ständig nach Wasser reinkippst. Nur rein, wenn du Wasser brauchst. Ja, wenn du aber alles Wasser vorher abgeholt hast, überall, denn, und ich dann Wasser brauche, dann und du alles jetzt schon wieder woanders reingekippt hast, weil du es vielleicht dann schon so nach dem Motto den Tank wieder zwischendurch benötigst, dann stehe ich da und habe kein Wasser mehr. Oh, das Ding ist ja, wenn ich das Wasser jetzt drin lasse, dann produziert das halt kein Wasser mehr. Das ist klar. Du musst aber nicht alles rausholen. Hol die Hälfte raus. So, meld mich mal ab jetzt hier, ja? Ja. Hol die Hälfte raus, Heiko, dann ist gut. Okay. Du musst dann nicht, geht halt darum, es sagt ja nicht, dass du nichts abholen sollst. Du sollst aber nicht immer alles abholen. Lass ein paar tausend drin und dann ist gut. Reicht's doch. Ich hab ehrlich gesagt meinen Tank verloren. Wo ist der? Aber der produziert dann weiter und dann ist gut. Ich weiß nicht, wo dein Tank ist. Ich verkaufe jetzt meinen Unimog. So. Ich sehe gerade, du hast einen Traktor da gekauft. Ja. Was hast du denn dafür einen geholt?
Den Waldra, den kleinen. Der ist noch ein bisschen niedriger als der Same. Den du hattest. Ich hoffe, er hat ja auch genug Gewicht noch, um im Wald da dann die. Na, ich hab extra so Breitreifen-Profil hauen und. Hast du auch auf Frontlader geachtet? Ja, habe ich auch. Okay. Ich frage immer lieber nach. Das ist. Naja, war jetzt eine spontane Eingebung, weil ich für diesen blöden Unimog weg haben. Was hat der gekostet? 110.000 oder sowas. 110.000. Jetzt verkaufe ich noch meinen Unimog jetzt. Das kann ich ja jetzt nicht machen. Da schmeiße ich jetzt mein ganzes Geld, was ich jetzt habe, ich jetzt dann darin. 110.000. Ne, weil ich will halt gucken, wie viel Kredit wir maximal hatten insgesamt, weißt du? Mhm. Weil es geht darum, dass jeder möglichst seine Sachen selber abzahlt wieder, ne? Trotzdem. Mhm. Dass wir nicht alle gemeinschaftlichen Kredit abzahlen, sondern so. Jeder sein Zeug. Ich rechne das dann für jeden nochmal durch nachher. Was machen wir denn mit den Sachen, die jetzt eigentlich nicht direkt für einen von uns waren? Weil zum Beispiel der Drescher, die Schneidwerke und die Sämaschine. So wie der Düngerstreuer waren jetzt eigentlich theoretisch Peters Sachen. So, was habe ich jetzt an Engeln Schulden? Ich habe glaube ich nur den. Ich habe doch gesagt, ich rechne das nachher durch. Jetzt kann ich halt nicht rechnen. Ja, ich hab ja nur den JCW bekommen. Du hast keinen Unimog mehr, ne? Ich also doch. Ich habe einen. Du hast einen. Welcher ist denn jetzt deiner? Hat deiner 51 Stunden? Ja. Wahrscheinlich, ne? Dann hat meiner 20 Stunden. Warum fährst du hier nicht hin zum Shop? Achso, ja. Ich glaub, das wäre. Ja. Dann kriegst du mehr Geld raus. Das wäre sinnvoller, ne? Weil meiner bringt jetzt so 35.000. Ja, dann kriegst du nochmal 7.000 mehr raus. Okay. Was brauche ich denn jetzt? Dieses Frontladerteil brauche ich alles, ne? Frontlader brauchst du. Du kannst nur Unimog verkaufen, den Rest brauchst du ja eigentlich. Denkst du daran, dass du mit deinem Traktor jetzt den Auflieger nicht mehr ziehen kannst ohne Dolly? Stimmt. Da war was, ne? Ja gut, nur das hätten wir noch Heiko. Eigentlich ist der Heiko der Lieferant. Ja, ich kann auch kein Holz mehr laden. Wie, du kannst kein Holz mehr? Er hat ja gerade das Holzteil zurückgekehrt. Nee, aber ich hab da noch meinen Hänger. Den hab ich doch noch hier. Aber den kann ich auch nicht ziehen. Den kann er auch nicht ziehen, ne? So, den kann nur noch ich ziehen, der ist in meinem Unimog quasi. Ja gut, dann muss ich noch einen Dolly besorgen. Aber Dolly kostet ja nicht so viel. Ja, das geht ja noch. Überall noch einen Haufen Ballen rumliegen zum Beispiel. Siehst du, einen Ballenwagen habe ich gar nicht, einen Ballenladewagen habe ich dafür gar nicht eingeplant, siehst du? Achso, dann müssen wir jetzt gleich gucken, ne? Wenn ich den jetzt hier verkaufe, kriege ich wieder alle Geld. Ja. Mhm. Ich würde auch für mich sagen, ich weiß nicht, wie du das machen willst, aber du willst das Geld ja schon wieder haben davon, ne? Von? Naja, von dem, was du jetzt verkaufst, was jetzt reinkommt. Das Geld. Weißt du? Ja. Aber ansonsten hätte ich es einfach draufgelassen und wäre es am Ende aufs Admin-Konto gegangen. Ja, wahrscheinlich, ne? Aber es ist mir jetzt Wurst. Bei mir auch. Mein Traktor ist ja schon da. Also von daher, jetzt, ne? Das Geld ist jetzt schon bezahlt. Weißt du? Ja. Klar, du musst jetzt nur gucken, wie viel rauskommt. Am Ende, ne, jetzt vor dem Verkauf, und du musst ja dann auch wieder zurückgeben, ne? Also die 110.000 für den Traktor natürlich dann auch wieder abbezahlen quasi. An Kredit dann, weißt du? Naja, ne, ich guck jetzt nach, was ich jetzt für den noch kriege hier. Genau, dann kannst du ja theoretisch gleich was davon wieder wegzahlen, so nach dem. Was hab ich hier noch offen? Konto? Was ist denn dieses Menü? Steuerung Z. War doch Alt und Z, oder? Steuerung Z. Steuerung. Achso. Ach, ich hab noch 27.000 drauf. Sehr schön. Ich hab auch noch was drauf. Was hab ich denn noch? Ich hab noch 25.000 fast. Also 24.000 lang nochmal. Also eigentlich muss ich nicht mehr so viel zurückzahlen. Das ist ja geil. Na, ich weiß nicht, soll ich mal. Ich mach das zwischen der Folge und der nächsten Folge, mache ich das, dass ich mal durchrechne, wer wie viel jetzt wirklich hatte. Ne? Also ich schreib das. Ich fang mal schon Gott sei an. Dank genau 49.800 muss ich zahlen. Also Heiko hatte den JCB. Und die Schaufel dazu. Plus Schaufel. 49.800. Und mehr hat er ja eigentlich gar nicht, ne? Nö. Also ich muss noch 20.000 abbezahlen, weil 30.000 habe ich so auf dem Konto noch. Ja, Heiko, wir haben es gehört. So. Ich habe die den Traktor halt. Du hast jetzt nur den Waltra. Und warte mal, ich guck nochmal nach, weil der war ja mit zusätzen. Ach nein. Der zählt da. So.
GN-Serie war das, ne? Mit Frontlader und mit Breitreifen. Also bei mir sind es 120.000. 120.000. Ja, und als du hast natürlich den größten Brocken abbekommen, ne? Ja, ich weiß. Ist halt so, kann ich nicht ändern. So. Gucken wir nochmal. Heiko hatte 49,8. Genau. 49.800. Aber meine müsste eh gewartet werden, von daher ist es nicht verkehrt hier. Wenn er wegkommt. So. Nicht überweist ihr das Geld dann Bio, ne? Nee, es muss ja sowieso aufs Admin-Konto, oder? Nicht überweist es dir und du kannst es dann aufs Admin-Konto laufen lassen, wie auch immer, ist mir egal dann, ne? Kann man es da direkt dahin überweisen? Nee. Nee. Doch. Nee, darfst du nicht machen, weil es kommt dann nicht an. Wenn du es übers externe Konto überweist, kommst du nicht an beim Admin-Konto. Also muss ich dann einfach das Geld jetzt drauflassen und das Spiel einfach drauflassen und dann kommt es am Ende aufs Admin-Konto, ja. Okay. Ohne Geld zu sichern, einfach genau. Abhauen. Okay. Ja. Heiko, du dann auch, ne? Ja. Musst du drauf achten. Es ist natürlich immer nicht so einfach, weil ihr natürlich beim Wechsel zwischen Spielkonto und Admin-Konto eurem externen Konto quasi nur in 5000er Schritten machen könnt. Das ist natürlich dann ein bisschen schwieriger, aber genau die richtige Summe drauf zu lassen, weißt du? Mhm. Aber da lässt sich dann auch schon eine Lösung finden. Dass man das, ihr könnt ja den Kredit dann zum Beispiel so dieses in 10.000er Schritte abzahlen oder wie auch immer, weißt du? Aber 5.000 oder 10.000er Schritten halt auf dem Konto lässt, dann tut man das halt so und so viel auf ein Dings packen, auf sein externes Konto und bucht dann halt, weiß ich nicht, 10, 20, 30.000 wieder zurück. Und dann lässt man genau das am Ende auf dem Konto drauf, das geht auf Admin-Konto. Davon muss dann halt nur auch irgendwie mal dann der Kredit abgezahlt werden, ne? Nicht, man das immer drauf lässt einfach nur und... Das ist so. Das auch nicht besser. So, und ich hatte jetzt natürlich deutlich mehr. Bin mal gespannt, was du für eine Summe hast. Der Peter ja auch, denn, ne? Ich wollte gerade sagen, ja, was ist denn, deswegen habe ich schon gefragt, was ist denn mit den Sachen, die jetzt nicht direkt für uns waren? Wie der Drescher, die Mähwerke, also die Schaltwerke dazu. Ja, deswegen sollte jetzt vielleicht mal wirklich jemanden suchen, der vielleicht hier doch nochmal mit ins Projekt richtig einsteigt hier. Weil das ist echt blöd, dass wir hier uns auch noch um die Landwirtschaft kümmern müssen. Mit den Finanzen und so. Also erstens Geld, zweitens Zeit, ne? Ja. So, aber die Folge ist zu Ende. Und schon, ja. Ja, schon wieder zu Ende. Die Zeit rennt. Und deswegen sehen wir uns morgen zur nächsten Folge wieder, denke ich zumindest mal. Ja, ja, natürlich. Jo. Dankeschön fürs Zugucken. Ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.